ممكن نشوف واش دني. Ja, sehr was die Maro machen. Grüß euch, die Buben. Ja, bin wieder mal im gewohnten Gebiet unterwegs. Ich will die Ruhe mal ausnutzen, weil bei den letzten Videos die ganzen Flieger waren ja Katastrophen. Jetzt ist unter der Woche, da dürfte es hoffentlich ein bisschen besser sein. Ja, was mache ich heute? Wie gesagt, bekanntes Gebiet. Ich habe da unten schon mal Platz gefunden, da war ich schon ein, zwei mit dort. Da liegt so eine Bank rein im Wasser, wo man schön hinsicht. Nicht das, wo ich die GoPro ins Wasser getaucht habe, da bin ich weit davon entfernt, andere Richtung. Aber wollen wir es ein bisschen gemütlich machen. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Heute gibt es einmal Gemüsesuppe, macht immer in Ruhe gemacht. Habe ich heute Zeit ohne Ende. Also, und so wie ich kenne, seid sowieso dabei. Also, gehen wir mal, schauen wir auf den Platz. Ja, super schön da, viel Wasser haben wir nicht drinnen, aber das sterben wir jetzt gar nicht, sondern jetzt schaue ich, ob ich den Baum irgendwo finde. Ja, mitten im Dschungel. Zwei Flaschen. Ja. Werde ich beim Heimgehen dann mitnehmen. Super, ich glaube, ich habe das Platz gefunden. Ich glaube, der Stamm da unten ist das. Schauen wir mal rein. Da hinten tummeln sich zwei Schwäne. Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Da sonnen sich zwei Libellen. Machen sie es auch gemütlich. Ja, Freunde, ich habe meinen Platz allein genommen. Wunderschön da in der Sonne. Ich sitze kurzärmlich. Gewaltig. Ja, was gibt es heute? Ich habe schon mal kurz angesprochen. Es gibt da Gemüsesuppen. Ich habe mir da schon Kartoffeln daheim vorgeschnitten, also eigentlich auch. Eine Kartoffel habe ich mir vorgeschnitten, ein bisschen Mischgemüse habe ich mir mitgenommen. Dann kommt noch eine Cabanossi, habe ich mir schön klar geschnitten. Und am Schluss dann noch natürlich ein bisschen Schnittlauch, wie es sich gehört, dass die Farbe passt. Gut, natürlich Brühwürfe ist eh klar. Und das Ganze mache ich mir heute mal wieder auf mein X-Boil, und zwar auf meinen großen, auf meinen 140 bis 150 oder 145 bis 150. Und habe auch meinen Topf dabei. Und da werden wir schauen, ob das da funktioniert. Ich habe sicherheitshalber noch einen Gasbrenner mitgenommen. Da werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen mehr brauchen. Das muss ein bisschen länger köcheln. Jawohl, perfekt. Wind kommt von vorn. Lassen wir die Löcher noch hinter bei mir. So, passt. Ja, das ist einmal ein Blick. Viere. Wunderschön. Ja, ich wollte zuerst an die drübere Uferseite gehen. Bin aber froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, da die im Schatten sitzen. Ah, die zwei Schwäne haben es da vorgezogen in die andere Richtung zum Ziehen. Na, macht nichts. Ja, das macht sich gut. Das funzt. Herrlich. So, haben wir die Cabanossi. Meine Hakel dazu schmeißen. Und ich lasse mich schön langsam vor sich hinköcheln. Ja, wunderschön. Seht ihr meine Tischeln da? Habe ich immer mit diesem Jahr das. Mein Superl köchelt vor sich hin. Ja, ich habe euch gesagt, bevor ich gegangen bin, hat noch der Postmann klingelt, zum Glück. Und ich habe ja Gas sowieso auch mitgenommen mit dem Windmaster. Und ein neues Teil kommen, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Natürlich wieder von der Firma Soto. Und diesmal den Amicus. Der ist wirklich super klar. Den gibt es mit und ohne Piezozündung. Ich habe mir leider dieses Plattel da oben, habe ich mir leider bei meinem Windmaster angerissen.
dafür habe ich gleich die ganze Piezo ausgebaut. Und der ist wirklich wunderbar. Kann man da oben so einrasten. Ist genauso aufgebaut wie dieser, wie der Windmaster. Also dieses Konkave. Und ja, macht sich ganz gut. Vielleicht mache ich mir dann einen Kaffee drauf. Schauen wir mal. Ich habe noch keine Ahnung, ist er lauter wie der Windmaster, ist er gleich. Die Bauform ist in etwa identisch, der ist aber um etliches kleiner. Und da sind die Füßerl auch drauf zum Einhängen. Also die kann man wirklich schön wegkloppen. Dann werden wir mal einen Kartoffel kosten. Aber ich glaube, die werden wir ein bisschen brauchen. Lassen wir es einfach mal ein bisschen. Wobei, Kartoffel ist gut. So, Schnittler rein. Das ist gewaltig. Jawohl, das schaut lecker aus. So, Mahlzeit. Ja, Freunde, ich lasse mir das jetzt einmal ordentlich schmecken. Heiß. So, weg mit dem Rest. War wirklich sehr gut. Ja, ich werde mir jetzt einen Kaffee machen. Ich werde gleich diesen Soto Amicus ausprobieren. Ich bin dann eigentlich in Hosen. Ich will mir gleich anhören, wie laut er ist. Die Piezo-Zündung, die ist sicher gut wert. Ich habe mir extra den mit der Piezo gekauft. Das gibt es auch ohne, da kostet ein paar, nicht weniger. Aber ja, macht einen guten Eindruck. Mal starten. Drauf mit der Maschinerie. Von der Lautstärke her. Ja, ich meine, der Windmaster ist noch leiser. Vor allem wenn man auf Gas gibt, da ist er natürlich schon laut. Da ist der Windmaster sicher im Vorteil. Aber das werden wir mal einen schönen Vergleich machen. Windmaster, den Amicus und den Stormbreaker. Aber ich finde, Vollgas braucht man den wahrscheinlich sowieso nie. Ich habe die anderen auch nie im Vollgas betrieben, von daher. Ja, in dem Sinn, meine Krankensesseln, werdet mal gesund und alle anderen bleibt mal gesund und werdet mal nicht krank. Ja, eins, auf was ich jetzt auch gerade drauf gekommen bin, das habt ihr gesehen, der hat nicht gleich beim ersten Mal gezündet, aber das war eigentlich mein Fehler. Ich habe das noch nie so richtig bedacht. Warum zünden die eigentlich manche so schwer, manche sofort? Jetzt habe ich es entdeckt. Draht sich das Gas nämlich voll auf, entzünden sie der viel schlechter, als wenn das ein bisschen auftrat ist. Ist er beim ersten Mal da. Naja, wieder was dazugelernt. Man lernt ihm nie aus. Ja. Aber ich will heute da nicht untätig um und umsitzen. Ich werde mir dann ein Holzstickel suchen und werde mir da jetzt auch einen Kuxer schnitzen. Naja, so schaut's aus. Muss ja gleich fertig sein, gibt's ja nicht. Ja, jetzt trinke ich jetzt erst meinen Kaffee in Ruhe, dann suche ich mir ein geeignetes Holzstickel und dann machen wir einen Kuxer. So, ich glaube, ich habe mir da ein schönes Holzstickel jetzt rausgeschnitten. So, fangen wir mal an. Ein paar Sekunden später. So, ein bisschen anbrennen.
Ja, fertig. Ich habe mir diesmal eine geschnitzt mit einem Gesicht. Also ich hoffe, man kann es erkennen, es sollte der Wildschwendel sein. Also ich denke, sie ist mir ganz gut gelungen, haben mich nicht alles täuscht. Ja, vielleicht trinke ich den nächsten Kaffee gleich auf der Rakusa. Wir wollen ja wissen, ob es dicht ist, oder? Ja, Freunde, war natürlich nur ein Späßchen. Natürlich habe ich das nicht geschnitzt, sondern ich habe mir die natürlich gekauft. Aber ehrlich gesagt, so wie sie im Internet ausgeschaut hat, schaut die bei Welten nicht aus. Ich habe die eh schon abgeändert, ich habe ihr vorhin die Schnauze noch geschnitten und zwei Löcher rein. Ich kann auch gar nicht sagen, was das für Holz ist. Das ist irgendwas Holz-Plastik-Gemisch. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, die wird mich auch sicher nicht weiter begleiten. Aber ich blende euch jetzt einmal auf alle Fälle ein Bild ein, wie die ganze ausgeschaut hat im Internet, wie der Schweinerlkopf ausschaut, wenn man es kauft. Ja, und so schaut es halt dann in Wirklichkeit aus, was man kriegt. Kurz nach 2:30. Das heißt, ich werde mir noch einen Kaffee machen. In meiner selber geschnitzten Kuxa. Und ja, machen wir es wieder am Amikus. So, werden wir mal schauen, wenn wir den normal anzünden, wie sie sich quasi geerntet. Mit weniger Gas müsst ihr beim nächsten Mal zünden. Tut auch. Dicht ist auch noch, dann sind wir froh. Wenn man der Kaffee auch noch auserinnert hat, war es eine Katastrophe. War eine Survival-Situation quasi. War schlimmer als wie Seven vs. Wild. Ich merke, ja, Verkehr wird immer lauter. Ja, wir haben jetzt 3:45 und ich werde schön langsam zusammenrahmen. Bei den Straßenlärm hört man jetzt immer mehr da rum. Ja, klar. Schön langsam hören die Leute auf zum Arbeiten. Jeder ist ja nicht so daheim wie ich. Und von daher, ja, es war eine schöne Zeit. Habe ich noch ein bisschen Zeit, packe meine Ruhe zusammen. Machen das Platzl sauber, wobei da gibt es halt gar nichts zum sauber machen, aber mein Zeigel ein bisschen putzen, dann gehen wir retour und dann schauen wir, ob wir die Flaschen noch finden. Und die nehmen wir dann noch mit heim. Ja, zusammenpackt habe ich alles. Platzl ist nicht viel passiert. Heute nichts wuseln, kann ich mir das sparen. Und jetzt sagen, ich habe meine schöne Zeit gehabt. Und jetzt geht's wieder retour. Also, gehen wir. Ich habe die Stelle da gefunden. Das sind die zwei Flaschen. So, und die nehmen wir jetzt mit. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ein Blech. Da geht mir das Gimpfte auf. Nehmen wir auch mit. So, da. Jetzt habe ich noch mehr ein paar Meter zum Auto. Das Zeug habe ich natürlich dabei. Ja, ich verstehe so noch, warum man sowas im Wald hat. Aber gut, ich muss das eh nicht verstehen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marl und pfiat euch, die Buben.